Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Nordfriesischen Marsch. Ja, wir befinden uns hier wieder in unserem kleinen Spiel. Mit dabei wieder unser Server, also unser Dolly. Moin Dolly. Ja, moin. Ach, der Name. Ja, der nervt mich. Ja, guten Tag zusammen. Das ist immer, das habe ich aber manchmal auch das Problem. Ja, wir haben ja noch unsere Wette hier am Laufen, ne Dolly? Ja, richtig. Wie viele Ballen kriegen wir noch? Ja, also wie gesagt, ich würde jetzt hier nochmal vorwegfahren mit dem Schwader. Würde dir nochmal so ein bisschen was zusammen fahren. Wolltest du da mit der Ballenpresse direkt hinterher fahren? Ja. Jetzt geht's rund, sprach der Wellensichtig und flog durch den Ventilator, aber hier passiert ja gar nichts, ist ja langweilig. Ja, du sollst auch nicht immer nur ans Fliegen denken. So, machen wir mal hier, so. Kollege, was ist los? Achso, Motorschaden. Ja, nicht, dass du nachher ans Fliegen denkst, dass du wieder nur vom Server fliegst, ne? Wie wir ja alles schon mal sowas hatten, ne? Ja. Das wäre dann natürlich auch ein bisschen mies. Ja, aber da war ja gerade so schöne Karussell. Dachte ich. Ach, wollt's wieder auf die Kirmes gehen? Ja. Ja. Ja, so, gucken wir mal. Wir haben mittlerweile auch einen Auftrag schon fast abgearbeitet, und zwar oben das große Feld. Ich lasse sie aber jetzt den Rest noch beiernten, weil das geht ja dann alles in unsere Tasche rein. Der Rest, der da noch runterkommt. Ja. Das heißt, da oben haben wir dann natürlich jetzt nachher noch unsere Fahrzeuge stehen, die wir auch noch ja wieder zurückbringen müssen, gucken, was gemietet war, was im Vertrag drin war, dass wir das alles auch definitiv noch losbekommen. Jo, das ist deine Aufgabe. Ja, ich weiß. Ich versuche jetzt hier, ne, wie gesagt, dir hier noch ein bisschen die Schwart besser zu legen. Und sobald du sagst, das reicht dir, dass du den Rest alles so einsammeln willst mit der Ballenpresse, dann würde ich auch Schwader und alles wegbringen und mich dann um die Fahrzeuge alle kümmern. Weil zwischenzeitlich haben wir ja hier auch noch überall ein bisschen was liegen. Ja, das ist schon ziemlich heftig noch. Ja. Arbeit hat man immer. Ja, das stimmt allerdings. Ne? So, Ballen 1. Ja, siehste. Also, die Wette läuft. Bin mal gespannt. Wie hieß das immer so schön? Top, die Wette gilt? Ja, so oder auf top, die Art. Oder Top, die Wette läuft? Irgendwie sowas. Da war doch ein ganz bekannter Schauspieler, den wir ja nicht nennen können. Ne, mit der ganz großen Nase. Ja, wir wissen schon, wie du meinst. Ja, da gibt es ja zwei. Ja, ja gut, aber ich meine ja den langen, ne, nicht den kurzen. Genau, den blonden. Ja, das ist das ja immer. Ja. Bin mal gespannt. So. Also, wenn ich das hier richtig sehe, könntest du gewinnen. Ja, wir schauen mal. Ich dachte ja 2 bis 3, ja okay, bin noch 3 bis 4, aber dürften mehr werden. Ja, ich habe ja so um die, ja 4 bis 5 glaube ich, habe ich ja gesagt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, weil ist ja auch schon mal etwas längeres her. Nee, kriegen wir schon hin? Das bekommen wir alle schon hin, das sollte ja... Ah, Entschuldigung. Alter. Ja, Entschuldigung. Boah, voller Kratzer am Reifen. Ich hatte keine Druckluft mehr in der Anlage. Die Kartusche war leer. Ja, nur diese Ausreden hier. So, ich würde sagen, ich höre auf zu schwaden. Ja. Macht das. Also auf jeden Fall haben wir 2 schon da. Das heißt also, ich habe schon mal verloren, wenn jetzt schon die dritte kommt gleich.
Ja, das ist dann mies, aber ganz ehrlich, das ist für dich mies, ne? Nicht für mich. Ja, ich weiß. Ja, sagen wir mal so, 2 bis 3, du hast ja gesagt 3 bis 4 und wenn wir mehr haben, haben wir beide verloren. Ne, ich meine, ich hätte gesagt 4 bis 5 Ballen. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht weiß das nur einer von den Zuschauern. Schreibt es bitte in die Kommentare, wer wie Genau. viel gesagt hat. Und vielleicht erfahren wir es nochmal. Genau, ihr könnt euch auch gerne das Video nochmal angucken. Das war Video Nummer 38, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Video Auf Nummer jeden Fall einer von den 38. letzten beiden Tagen, Wochenende, genau. Genau, von Sonntag war das Video. So, das ist unser. Den bringen wir dann mal nach dem Hof hin. Also ich sortiere jetzt hier gerade ein bisschen die Fahrzeuge und schicke die schon mal ein bisschen durch die Gegend, die nicht mehr Das? benötigt werden. Oh, ich bin ja einmal rum, ne? Kollege. Ja, und da ist aber zwischendurch ja auch noch überall ein bisschen was, ne? Wie viel hast du denn? Noch bin ich jetzt gleich am dritten, 99%. So, der dritte ist ausgepackt. Und das. Der dritte ist ausgepackt. Das ist doch schon mal etwas ein kleiner Lichtblick für uns. Ja. Guck Aber mal, weißt da du haben was? wir so das kleine Da Streifchen. Da komme ich. haben wir einen längeren. Gucken wir mal. Ach, ich kann doch eigentlich auch direkt den Schlepper mitnehmen und kann doch dann direkt den Ballenwagen mitbringen. Obwohl wir den ja direkt da haben. So. Und dann schauen wir mal. So, der Ballenwagen müsste beim Händler stehen, ne Dolly? Der müsste da eigentlich stehen. Ne, der Ballenwagen? Müsste am Feld da irgendwo stehen, ne? Hier bei mir steht nicht. Ach, da hinten steht was. Das sieht ganz nach dem Ballen beim Händler aus, ja. Ja, gut, dann ist ja gut, dann bin ich jetzt auch schon wieder da. Und dann schauen wir mal. Anhängen. Na, warum will er nicht anhängen? Aber hast du eine andere Kupplung hier dran als ich? Das kann ich dir nicht sagen, was du hast. Ja, nee, da ist er. So. Dann wollen wir mal die Ballen einsammeln. Also hier vorne liegt auch noch ordentlich ein ganzer Haufen hier, wo ich jetzt bin. Da habe ich doch gerade weggeholt. Ja, da liegt noch was. Ja, hier liegt überall noch so Fitzelchen. Wir müssen auf die 5 Ballen kommen. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Hier oben liegt auch noch so viel. Eieieiei. Ja, wie war das noch? Ja, 3 Ballen haben wir jetzt. Ich habe gekündigt. Ich habe Nicht hier wieder. gekündigt. Habe ich ja wohl gewonnen, wa? Alter. Also, ich habe den Was zweiten Ballen bist denn ihr? verladen. Oh, hier liegt aber auch noch. Also ich denke mal, ein Ballen wirst du, wenn du alles einsammeln würdest, bestimmt noch rauskriegen. Ja, bin auf 90%. Ja, da war die Kurve zu hart. Das war knapp. Also, 3 Ballen habe ich. Da fahren wir den Dolly einfach mal ganz entspannt hinterher und warten auf den vierten Ballen. Ja, du willst nur gewinnen. Ja, das ist das ja. Und guck mal, hier links neben dir liegt noch eine ganze, fast eine ganze Schwart. Hier. Ganzer Schwarz, Schwarz ist für mich. Das sind, weiß ich nicht. Eine halbe Schwart. Hat leider Blähungen gehabt. Eine halbe Schwart. Mein. Und wenn ich jetzt gleich noch den das Frontmähwerk hole und noch irgendwo irgendwas schneide. Hauptsache, wir kommen auf die 4 Ballen.
Ja, machen wir das so. Wenn du gewinnst, dann krieg ich eine Cola. Was kriegst du dann? Eine Cola. Eine Cola. Ja, ah. Dann können wir nachher zum Gasthaus hoch und eine Cola trinken. Ah. Nein, schon, ja. Ja, 95% haben wir schon. Au, also es fehlen dir nur noch 5%. Ja. Die habe ich hier vorne bestimmt auch noch irgendwo liegen. Gesehen habe ich die hier. Irgendwo habe ich die noch. Das Feld ist auf jeden Fall schon mal frei. So, dann gehen wir ja, jetzt mal hier rum. Hier liegt noch ein bisschen was. Ja. Ja. Aber wir müssen sagen, wir sind ja beide nicht weit von entfernt, ne? Nö, das passt ja dann auch. Also, selbst wenn wir den jetzt nicht rauskriegen sollten, haben wir beide die Mitte getroffen. Du hattest ja, meine ich, gesagt 2 bis 3. Ich hatte 4 bis 5. Ja. Also, ne, selbst wenn wir den jetzt nicht rauskriegen, wir haben auf jeden Fall dann beide gut getroffen. Richtig. Ja, aber daneben ist ja auch noch ein ganzes Stück was. Hier ist noch ein ganzes Stück. Ja, ich denke mal, den Ballen kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Ah, willst ja alles blink und blank haben. Hier, 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 hier. Ah, ich bin so eine Woche da. Ja. Wir haben jetzt 98%. Hier, hier. Ja, merkt ihr das? Merkt ihr das? Er will unbedingt gewinnen. Das könnte sogar hinhauen mit den 2%, die jetzt fehlen. So. Was ist los hier? Der fährt nicht mehr. Motor aus. Abgestürzt. Kaputt. Maschine platt. Hab's leider verloren. Ah, da ging er doch ganz sauber wieder an. Nein, hier verloren ist nichts. Und? Was haben wir? Oh, der nimmt da nichts hast auf. Du was vergessen. Ja, der nimmt nichts auf. Bleib mal da, ja. Ja. Man sollte ihn vielleicht einschalten. So. Jetzt ist es auf. Jetzt. Scheiße. 99%. Ganz voll. Und da ist er. Da kommt er. Da. So. Dann können wir den Rest jetzt auch noch hier wegholen. Dann ist das Feld auch weit sauber. Hasten, Hasten, kommt da? Ich höre ihn nur piepen. Ja. Aber warum schmeißt er den nicht raus? 125er Ballen. Ja, kann sein, dass der. Ah, jetzt kommt er. Hat noch ein bisschen gefehlt. Ja, aber das ist doch ganz super. Jetzt haben wir wenigstens unsere 4 Bälle noch. Besser können wir doch gar nicht haben. Ich würde sagen, dann auch, ne, stell aus die Presse, bring sie zurück. Oder warte, ich guck mal eben, ob wir die nicht gemietet hatten. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Die Ballenpresse ist gemietet. Bringst okay, du die zurück schön. Zum Händler, dann kannst du sie gleich dann direkt abgeben. So, ich fahre dann mit unseren 4 Ballen, sage und schreibe 4 Ballen zurück zum Hof. Ach, ja. Das ist schon abgegeben. Ja, super. Dann haben wir das nämlich auch soweit erledigt und guck mal so langsam unser Kontostand. Ja, da tut sich langsam was. Ja. Aber der nimmt doch wieder ab. Ja gut, das ist ja, weil wir ja so viele Leute eingestellt haben. Ja, die Felder noch fertig dreschen und die ganzen Abfahrer. Und dann haben wir irgendwo müsste auch noch unser Drescher rumtanzen. Da muss ich jetzt gleich erstmal gucken, wo der ist. So, die Ballenpresse ist zurückgegeben. Ja, sehr schön. Oh, guck mal, 77% für den Transport von Feld 54 haben wir auch schon fertig.
So, und runterschieben bitte. Danke. So, dann gucken wir mal, wo ist unser... Das war mir klar, dass der hier irgendwo hängt. Schade. Gucken wir mal, ob wir ihn jetzt zurückschicken können. Oder ob wir selber... Ach, wir fahren den Drescher eben selber zurück zum Hof. Alter, ich stell die halbwegs hier so anständig hin. Ja, was heißt anständig? Und du so einen halben Kilometer weg. Ja, ich hatte... Ja, ich kam von der verkehrten Seite rein. Der Arm hat sich dahin ausgelegt. Ich hätte von der anderen Seite reinfahren müssen. Ja, genau so. Von hier, wo ich jetzt bin. Gebe ich ja auch zu. Habe ich ein bisschen gebaut. Führerschein neu machen. Oh. Aber kannst du mal kurz überschlagen, wie viele Ballen wir jetzt insgesamt runtergeholt haben? Ja, wie viele Ballen gehen jetzt da drauf? Dann rechnen wir mal. 24, meine ich. 24, 48. 72. 76, wenn ich das richtig gezählt habe. 76 Ballen. Und jetzt, das sind jedes Mal 3.500 Liter. Also da haben wir über 210.000, ja, ca. 250.000 Liter Silage runtergeholt. Jo. Von einem kleinen Feld. Also, denke ich mal, lohnt sich das Gras dann doch noch zu ernten, wenn es mal erntereif ist. Auf jeden. Dann müssen wir nur hoffen, dass die Silageballen auch mal zügig durchgreifen. Dann können wir die nämlich auch irgendwann dann endlich mal alle abgeben. Richtig. So, was wäre denn die nächste Aufgabe hier? Die nächste Aufgabe. Du kannst mal bitte in der Ansaatprotokoll gucken, ob wir schon Weizen ansäen können. Von der Jahreszeit her. Muss ich auch noch arbeiten hier. Weizen, 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 Weizen. Nee, nächsten Monat erst. Können wir irgendwas schon ansehen? Ja, Raps wäre. Warte mal, grün ist. Grün, ja, genau. Grün ist Saatpunkte und Erntezeitraum. Ja. Also genau, Raps. Raps, okay, pass auf. Dann würde ich sagen, kannst du bitte auf Feld. Auf Feld 8, da steht die Sämaschine, Raps ansäen. Ja. Raps. Ach, guck mal hier. Gras können wir noch. Ölrettich. Was haben wir denn hier? Luzerne. Senfkörner. Mhm. Kleegras. Und Vermehrungsgras. Das können wir alles setzen. So. Ich habe aber eine erfreuliche Nachricht, und zwar haben wir auf Feld 78 alles runter. Cool. Das heißt, so. Wir müssen gucken, dass die Drescher leer gemacht werden, dass wir den Auftrag abschließen können und auch die restlichen Ernteerträge abgeben können. So, auf welchem Feld? 78. Ganz oben links. Alter. Auf das kleine Feld da. Da bin ich hier 3 Monate unterwegs. Da kannst du eigentlich direkt in den John Deere springen. Gucken wir mal. Dann lasse ich meinen mal hier stehen einfach, wo die Grasfallen sind. So. Genau, weil ich komme nämlich jetzt hier mit den MAN direkt an zum John Deere zum Abtanken. So. Dann müssen wir nämlich nur da hinten noch den Glas abtanken. Hier ist noch nichts. Fendt. Also, der John Deere ist abgetankt. Wo haben wir so jetzt den Glas stehen? Da hinten. So, was ist jetzt mit dem John Deere hier? Soll der weggefahren werden oder was? Den kannst du da stehen lassen. Der Händler, der holt ihn dann nachher wieder ab. Der Klaas, der müsste Rohr ausgefahren haben. Ja. Den müsstest du mal bitte machen, da ich abtanken kann. Der steht hier, ja.
Na, sind wir da? Was soll ich jetzt hier? Hier oben zum Glas hin, wo ich auch bin, dass du da mal bitte eben das Rohr ausfährst. Das ist rausgefahren. Na, warum hier fährst du nicht runter? Ich stehe direkt daneben. Wo bist denn du? In einem Glas drinne und irgendwer, ach so. Wir haben zwei Glas. Hier oben am Feld 78. So, ich glaube, ich bin jetzt hier richtig. Ja, bist du richtig, genau. Da kannst du bitte einmal das Rohr ausfahren, den Drescher anmachen, damit ich abtanken kann. Ich weiß ja nicht, wie viel da noch drin ist, aber... Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Oh, da ist er leer. Auch sehr nice. Dann würde ich sagen, ich schicke zum letzten Mal den Drescher hier ab, den Abfahrer hier ab zum Verkaufen. Und sobald er dann da verkauft hat, haben wir da natürlich schon mal wesentlich mehr an Knete. Und dann können wir eigentlich auch, sobald er dann verkauft hat, den Auftrag abschließen. So, was ist jetzt hier? Warum hast du jetzt so dumm hier geparkt? Aber hier steht ein Cent. Wartet, machen wir gleich sofort. Aber ich würde sagen, meine Freunde, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Würden uns auch freuen, wenn ihr morgen in der morgigen Folge nochmal einschalten würdet. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Damit unterstützt ihr uns total. Ja, Dolly, möchtest du auch noch was sagen? Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Oder Samstag. Samstag. Genau. Morgen ist Sonntag. Ja, und habt, wie gesagt, viel, viel Spaß hier mit LS22 und hier bei uns im Video zuzugucken. Bis dahin und tschüss.